Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in World of Warship, natürlich mit dem alten Mann, dem The Old Man. Und ich begrüße euch natürlich heute zum dritten Runde mit einem amerikanischen U-Boot. Und somit schauen wir uns dieses U-Boot gleich mal ein bisschen genauer an und auch die Daten dazu. Und dann gehen wir natürlich mit ihm ins Gefecht und sehen mal, wie er sich dort machen wird. Hier haben wir eine Boost, Energieboost haben wir hier. Wir können unsere Geschützgeschwindigkeit erhöhen. Wir wissen, beim anderen war, beim deutschen U-69 war es die akustische Suche. Bei dem russischen U-Boot S-1 war hier Repair Party drauf und hier haben wir einen Energieboost. Inwiefern sich das mir natürlich bemerkbar macht, gerade wenn man hier, so wie ich, von den Wasserbomben erwischt worden bin, wenn wir dort den Boost reinhauen, ob wir diesen der Drohnengefahr oder der tödlichen Gefahr auch vielleicht entkommen könnten, müssen wir sehen. Das wird man im Laufe der Zeit natürlich mitkriegen, wie sich dieses U-Boot so verhält. Aber wir schauen uns auch mal die Überlebensfähigkeit an. 12.000 Überlebensfähigkeit hat, also die höchste Überlebensfähigkeit von den U-Booten, die wir momentan hier haben oder schon angeschaut haben. Wir haben Torpedos, die 10.100 Höchstschaden machen bei einer Torpedoreichweite von 10,5 Kilometern. Dann haben wir hier 64 Knoten Torpedogeschwindigkeit. Das sind auch die schnellsten Torpedos im Wasser. Die S1 hat 62 und die U69 hat 958 Knoten. Manövrierbarkeit haben wir 24 Knoten. Höchstgeschwindigkeit unter Wasser haben wir 15,6. Sie ist ein bisschen schlechter wie das russische U-Boot und ein bisschen besser wie das deutsche U-Boot. Wir rufen uns nochmal in Erinnerung. Ihr seht es, 24 Knoten, 15,6. Also ich würde sagen, eher doch Gleichstand zum deutschen U-Boot mit einem höheren Wendekreis, die man hier sieht. Die Erkennbarkeit, das ist ja immer sehr wichtig, was wir hier wissen müssen, das ist 4,9 Kilometer. Das heißt also, sie hat mit die höchste, also die schnellste Erkennbarkeit, weil die anderen sind ein bisschen besser. Deutschen wissen wir 4,3, das russische U-Boot 4,5 und hier 4,9. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Sache. Sonar, Ping Range ist 10,5, weil die Torpedos sind ja auch 10,5, haben eine Entfernung, also haben eine Reichweite von 10,5 Kilometern, ist ja ganz klar. Reload Time aber hier 10 Sekunden. Das heißt aber auch, hier ist der Sonar Ping auf 35 Sekunden aktiv. Das heißt, dieser ist sogar länger aktiv und macht natürlich für die Torpedos eine sichere Erfassung der Schiffe möglich. Also würde ich sagen, fast eine hundertprozentige Chance, diese dann auch zu treffen. Je nachdem, auf welche Entfernung man diese Torpedos dann abschießen würde. Die Batteriekapazität ist hier auch ein bisschen anders. Sie ist sogar erhöht. Sie hat hier 570. Nun muss man davon ausgehen, ist das Schiff länger, größer? Oder ist hier mehr Batterie verbaut worden? Schauen wir uns mal an. Eigentlich sehen die U-Boote an sich gleich lang aus. Also geht das hier, also hat das einen Vorteil gegenüber den anderen beiden U-Booten, die höhere Kapazität. Das heißt, wir können öfters pingen, können auch längere Zeit unter Wasser erfahren, bevor die Kapazität der Batterie eigentlich dann zu Ende gehen wird. Aber das schauen wir uns alles näher natürlich im Game an. Und da werde ich euch natürlich jetzt mitnehmen und schauen wir mal, wie die Handhabung des amerikanischen U-Bootes so im Geschehen ist. Bis gleich. So, natürlich hallo und herzlich willkommen natürlich mit der K-Charlotte hier im Game. Herrschaft natürlich, meistens dieselbe Karte, die wir haben mit den U-Booten. Und wir schauen mal, wie sich unser amerikanisches U-Boot so anstellt hier im Game oder wie ich mich dazu anstelle. Gucken wir mal, was haben wir? Bots. Wir haben mehrere Bots drin natürlich. Ihr seht es,
da wo die Doppelpunkte sind, und ein Teil sind echte Spieler. Das jetzt hier mal ein bisschen testen. Die Schlacht beginnt. Schauen wir mal, was hier so, wie das so mit der Reichweite, wie sich das hier so spielt. Aha, er sackt gleich durch. Also 5,9 ist ja immer so die Seerohrtiefe, würde ich sagen. Kilometer, wollen wir uns mal langsam ranpirschen. Und konzentrieren wir uns mal auf die Normandie natürlich. So, ich schmeiße jetzt schon mal meine Torpedos ins Wasser und wechsle auch meinen Pin. Erwischt. Der zweite ging daneben. Jetzt bin ich zum Beispiel geordnet. So, jetzt drehe ich natürlich ab. Ich hoffe, dass meine Torpedos das Ziel treffen. Zwei Torpedos haben getroffen. Drei Torpedos haben getroffen. Ich gehe natürlich jetzt voll Speed. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen.
Na, jetzt mein Ping weg. Das ist natürlich blöde. Das ist nicht einfach. Das richtige Vorhalten. Jetzt haben wir 8,2 Kilometer. Wieder daneben. Das Problem ist, das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Dass die Torpedos schon lange unterwegs sind. Wenn die nicht gleich ordentlich treffen, dann haben wir hier ein Problem mit. Torpedos, die sind am Arsch der Welt. Den Ping mal schmaler. Na, weg. Maschinenboost aktiviert. Höhlenbruch. Wasser dringt schnell ein. Das habe ich noch nicht kapiert. Das gebe ich zu. Die war auch am Arsch.
Also es ist schwer, also der Wendekreis ist enorm, Wahnsinn. Also wenn ich das jetzt drehe, ich drücke voll hier auf Wendekreis, um die Lasier-Gusinier mal ins Ziel zu nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Maschinenboost deaktiviert. Ihr seht es. Da. Stoppe. Und dann haben wir ihn erwischt. Ja, was soll ich sagen? Also es ist halt... Also das mit dem Ping setzen ist schwer. Also es ist schwierig. Also das ist so meine... erstmal meine Einschätzung in allen Gefechten, die ich bis jetzt gemacht habe. Wenn der Ping nicht sitzt, dann hast du ein Problem. Die Torpedos laufen einfach vorbei. Einer reicht nicht, zwei ist halt wirklich sicher. Musst du machen, die zwei setzen, damit der Torpedo auch richtig reingeht. Der Schaden, ihr seht ja, wenn die Torpedos treffen, machen die auch bei 10.000. Bei 10.000 Damage-Schaden und können natürlich auch ein Schiff rausnehmen. Die Deutschen sind da ungeschlagen mit 15.000. Da braucht ein Schlachtschiff in dieser Stufe 6 nicht wirklich viel. Ein, zwei Torpedotreffer, das Schiff ist down. Wie gesagt, das war diese Runde mit der Charlotte, der amerikanischen Marine, dem U-Boot. Mein Fazit, wie gesagt, es ist jetzt gebettelt für die U-Boote. Hier spielt natürlich noch nicht, was macht Radar, wenn das zum Beispiel alles zusammengepackt wird. Was macht Radar? Wie verändern sich die U-Boote nachher im Laufe des Spiels in den höheren Stufen? Momentan macht es Spaß. Es ist eine Herausforderung, diese U-Boote zu meistern irgendwo, damit man, wenn man Schaden macht und ein Schiff so mit rausnehmen kann, macht es, freut man sich natürlich, aber ebenso schnell ist man ein Opfer von U-Booten und natürlich von Zerstörern. Umso schneller die Zerstörer sind, umso schwerer sind die zu treffen, umso leichter bist du selbst ein Opfer eines Zerstörers. Und ein richtiger Zerstörerfahrer hat wahrscheinlich mit den U-Booten nicht wirklich das Problem. Das ist meine Meinung. Geübter. Wenn ich dann die Franzosen-Zerstörer daran erinnere, wie schnell die über zum Beispiel über das Wasser rauschen, selbst schon in Stufe 6, das müsste man vielleicht nochmal mitnehmen, ob man vielleicht sogar ein U-Boot-Jäger ist, wenn man jetzt mal diesen Franzosen nimmt, weil der ja wirklich durch
durch das Wasser rauscht. Da denke ich mal, ist es auch für ein U-Boot oder für die U-Boote schwerer, so ein schnelles Schiff zu treffen, weil man ja auch mal wieder ausweichen kann. Und irgendwann ist die Laufzeit der Torpedos natürlich zu Ende. Und wenn ich mit 36 Knoten durchs Wasser husche, dann irgendwann kommt man vielleicht aus der Range der U-Boote raus, wenn man noch einen Speedboost selbst in einem Zerstörer hat. Kurzum, es macht Spaß. Ob es natürlich so einschlägt in World of Warship, ist eine ganz andere Frage. Es ist jedenfalls, auf jeden Fall ist es für mich persönlich eine Herausforderung, so eine U-Boote zu fahren. Und wie gesagt, den Erfolg, wenn man mal ein Schiff versenkt, ist groß. Momentan noch, wenn es ganz normal wird, ist es dann ein ganz normales Kämpfen mit einem U-Boot halt. Die Frage, wie gesagt, jeder soll sich seine Meinung darüber selber bilden. Ich bin momentan noch gespaltener Meinung für die U-Boote, weil sie ein extra Battle gematcht werden. Und sie machen Spaß, keine Frage. Und wie gesagt, ich habe es ja selbst gesehen, es kann ganz schnell vorbei sein im Spiel. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob er das gut und schlecht findet. Auf jeden Fall möchte ich jetzt nur sagen, es war eine kleine Herausforderung. Die U-Boote, wie gesagt, ich hoffe, dass euch das ein bisschen gefallen hat. Falls ihr ein Abo da lassen wollt, lasst eins da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wo ich noch mich umher rumtreibe, dann könnt ihr auch die Glocke drücken. Und bis dahin sage ich, The Old Man, ein angenehmes Wochenende, Woche, je nachdem, wie und wann man diese Videos sehen wird. Also bis dahin, auf Wiedersehen, euer The Old Man. Thank you.